Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar heute testen wir mal eine Neuheit aus dem letzten Jahr, die Sanakong Smoke. Das sind Bombenrohre mit Blitzknall oben und einem Rauchaufstieg. Und wir schauen gleich mal rein. Also bevor wir reinschauen, die Teile haben eine NEM von 34,4 Gramm. Und jetzt schauen wir uns die Rohre mal kurz genauer an. Wir haben hier einmal ein Rohr in Blau. Der hat den blauen Aufstieg. 30 mm Kaliber haben die. Dann haben wir hier einen in Rot. Schön dicke Rohre. Dann haben wir einen in Gelb und noch einen in Grün. Gucken wir noch, ob eine Einzel-NEM draufsteht. Nee, das tut es nicht, aber man kann es sich ja ausrechnen. Auf jeden Fall werden wir jetzt jede Farbe einmal testen. Und dann jetzt viel Spaß bei der Zündung. So, jetzt sind wir an der Zündstelle. Jetzt gibt es die Sanakong Smoke. Machen wir natürlich jede Farbe einmal. Und ich würde mal sagen, wir beginnen einfach mit dem Gelben. Und mal schauen, was sie können. Aber wir holen einfach auch schnell die anderen Farben raus. Machen wir uns das einfacher. Ja, also wir beginnen jetzt einfach mal hier mit dem Gelben, wie gerade schon versprochen. Los geht's. Ja, heftige Teile. Jetzt gibt es den blauen. Auf jeden Fall härter als Flashbangs. So, jetzt geht es weiter nach einem kleinen Cut mit dem roten. Der war nicht ganz so heftig. Und jetzt gibt es noch den grün für euch. Der ist nicht so hochgeflogen, also kann man sich mal gönnen, aber ist jetzt nicht, was man sich unbedingt mal holen muss. Aber ist ganz nett. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!